Punkt 14 Uhr. Ich würde sagen, wir starten, wir legen los. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit dem Titel Immobilienverwaltung komplett digital, die wichtigsten Do's und Don'ts. Freue mich heute ganz besonders auf den Termin gemeinsam mit einem unserer Kunden, und zwar Christian Gottschling von der Gottschling Immobilien. Bevor wir loslegen und einsteigen, vielleicht noch mal einmal ein paar administrative Informationen vorab. Das Webinar wird aufgezeichnet, steht Ihnen natürlich auch im Nachgang noch als YouTube-Aufzeichnung zur Verfügung. Sie haben im unteren Bereich jederzeit, jede Minute, jede Sekunde die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir versuchen, diese Fragen auch immer in diesem Webinar mit einzubauen. Am Ende des Webinars gibt es natürlich aber auch noch mal einen kleinen Zeitraum, wo wir uns das Ganze noch mal anschauen werden. Kurz zur heutigen Agenda. Wir haben heute ein paar Themen, die wir miteinander abhalten möchten. Insbesondere geht es ja aber heute im Wesentlichen darum, mal herauszufinden, welche Do's und Don'ts wirklich zielführend sind für eine Digitalisierung oder eine Immobilienverwaltung auch komplett digital aufzustellen. Und ja, das mache ich heute, wie gesagt, nicht alleine. Da kommen wir auch schon zum ersten Agendapunkt des heutigen Meetings. Mein Name ist Henrik Hammerich, bin mittlerweile seit 4 Jahren bei der Casavi GmbH tätig, bin als Account Executive für den Raum Nordost beziehungsweise auch generell im deutschsprachigen Raum tätig und freue mich ganz besonders heute, dich, Christian, mit am Boot zu haben. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Sehr gerne. Ja, Henrik, erstmal vielen Dank für die Einladung. Auch herzlich willkommen an alle Teilnehmer hier. Genau, also mein Name ist Christian Gottschling. Ich bin Geschäftsführer der Gottschling Immobilien GmbH. Wir sind reines Immobilienunternehmen, gegründet 2006, haben aktuell zwei Standorte in Essen. Dort haben wir, ja, da blendet es schon gerade ein. Wir haben also mehrere Sparten in dem Bereich, wo wir heute drüber sprechen. Das ist die reine Objektverwaltung. Das heißt, dort haben wir natürlich die klassische Mietverwaltung, WG-Verwaltung. Aktuell um die 200 Objekte. Verhältnis ist ungefähr 50-50, also Hälfte in der Mietverwaltung, Hälfte in der WG-Verwaltung. In Stückzahl ungefähr 4000 Einheiten. Sehr stark wohnungslastig. Also wir haben unter 10% Gewerbe davon. Ein paar Parkhäuser dabei, aber ich würde sagen, wir haben mindestens 90% des Bestandes reiner Wohnraum, also Wohnungen, und der Rest ist halt, teilt sich auch nach ein paar Stellplätzen, Garagenhöfen und ein bisschen Gewerbe. Insgesamt 18 Mitarbeiter, davon 12 im Bereich der Hausverwaltung. Und ja, wie es da unten steht, also wir sind Casavi-Kunde seit 2020, also jetzt gehen wir ins vierte Jahr. Und genau, aktiver User davon. Und da würde ich gerne heute zwei, drei Punkte zu erzählen, wie wir es einsetzen, wie wir das Ganze managen, wie wir digital arbeiten. Und auch da nochmal, genau wie Henrik schon sagte, bei Fragen, wenn es zu schnell ist oder irgendwas dazu steht, gerne auch direkt schreiben. Wir haben zwar zum Schluss noch die Möglichkeit, so eine Q&A, so eine Fragerunde, aber oft ist das ja situationsbedingt. Und wenn jetzt eine Frage speziell auf einen Punkt kommt, ist der vielleicht in 30 Minuten nicht mehr so ganz vor Augen. Daher wir auch gerne Fragen stellen, wenn die da sind, und dann können wir gerne immer darauf eingehen. Genau, perfekt. Vielen Dank, Christian. Wir steigen auch gleich da ein und gehen auch mal wirklich in die Materie. Ich würde sagen, wir starten auch mal mit dem Status quo vor September 2020, wie da eure Ausgangslage war und was sich mit Casavi auch verändert hat. Vielleicht aufgrund der Tatsache, weil wir sehen immer in den Webinaren, dass es durchaus immer einen bunten Mix an Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt, die vielleicht schon Casavi-Bestandskunden sind. Für die ist das, was ich jetzt erzähle, wahrscheinlich schon gängige Praxis, das wissen Sie. Da gibt es vielleicht andere, die sich schon mal mit Casavi beschäftigt haben und jene, für die Casavi noch komplett Neuland ist. Deswegen, ich will ja gar nicht so sehr erzählen oder Ihnen mit auf den Weg geben, was Casavi ist. Das meiste davon kann man auch einsehen oder im Nachgang auch nochmal mit uns besprechen. Grundsätzlich aber einmal, dass Sie es verstehen, wer oder was ist Casavi, was macht Casavi? Casavi ist im Prinzip eine Lösung, wie hier auch ganz schön auf der Folie zu sehen ist, die für Verwaltung, für Immobilienverwaltung geschaffen worden ist. Das heißt, wir reden hier von einer Cloud-Software. Da werden wir beide, Christian, später auch nochmal die ein oder anderen Punkte mit beinhalten, warum eine Cloud durchaus auch hilfreich sein kann, die im Wesentlichen dafür da ist, die Verwaltungsprozesse Ihrer Verwaltung zu beschleunigen.
Und das machen wir im Prinzip aufgegliedert in vier Aufgabenbereiche. Bedeutet ganz einfach, wir haben einmal das Thema, was du auch gerade gesagt hattest, Christian, typischerweise in einer Hausverwaltung oder in einem Immobilienunternehmen hast du ja nicht nur Kontakt zu Eigentümern, sondern du hast beispielsweise auch mal Kontakt zu Mietern. Das heißt, wir bilden einmal das ganzheitliche oder die ganzheitliche Kommunikation mit Eigentümern und Mietern ab. Und wo heute auch bei uns so ein bisschen der Schwerpunkt mit reinfließt, ist das ganze Thema in Ergänzung mit einem vollumfänglichen CRM-System, Ticketsystem und auch der Dienstleistersteuerung, wo wir uns ja heute auch einen Use Case gemeinsam mal anschauen werden. Genau, das Ganze machen wir jetzt mittlerweile seit, ja, 2015, also auch seit 9 Jahren. Über 1400 verwaltete Immobilienunternehmen setzen auf unsere Lösung. Macht uns natürlich stolz, und ich bin mir sicher, die nächsten Jahre sind auch natürlich weiterhin noch geprägt von vielen Veränderungen. Da kommen immer wieder viele Themen, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, Christian, die tagtäglich auf eine Verwaltung einprasseln. Nichtsdestotrotz, Casavi nimmt sich dem Ganzen an und versucht Ihnen die Unterstützung zu liefern, die Sie dann auch dementsprechend brauchen. Wichtig ist, auf welche Do's und Don'ts müssen Sie darauf sozusagen achten, und deshalb auch der Titel heute, einfach das mal auf einer ganz grundsätzlichen Ebene zu betrachten. Vielleicht noch einmal für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Es wird jetzt heute nicht eine großartige Produktpräsentation sein. Das können wir gerne noch mal im Nachgang mit mir oder meinen Kolleginnen und Kollegen machen, wenn da dran Interesse besteht, sondern wenn wir schon mal Christian hier mit im Boot haben. Christian, du hast ja viele wertvolle Einblicke auch schon in den Vorgesprächen geliefert, dann ist uns eher daran gesetzt, dass wir da so ein bisschen deine Erfahrungen einbeziehen. Wir haben ja, das habe ich gerade noch vielleicht noch der Satz gesagt, oder gesehen bei knapp 1400 Kunden, welche Mehrwerte, welche Effekte Casavi hervorbringen kann. Das ist hier natürlich jetzt mal allgemein auf den ganzen Kundenstamm von uns untergegliedert. Wir werden am Ende des heutigen Webinars auch auf die Erfolgsgeschichte oder auf die Erfolge von Christians Unternehmen kommen. Und da werden Sie relativ schnell feststellen, dass Christian mit seinem Team da durchaus ähnliche Parameter vorweisen kann. Da wirst du sicherlich auch noch mal was zu beitragen können. Aber lass uns das Webinar noch einfach mal starten mit einem Zitat von dir. Das fand ich ganz, ganz schön, Christian. Vielleicht möchtest du da einfach mal so ein bisschen zu ausführen, was Genau, dich. also lass mich da gerne einfach mal einsteigen kurz. Also die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, also früher auch zuvor, kann ich durchaus bestätigen. Also wir haben da echt riesen Werte davon gehabt. Und für uns war es irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben eine Softwarelösung, die kann das nicht so ganz, und wir mussten mal was Neues machen. Und es gibt ja diesen Spruch, wenn ich mit der Zeit gehe, geht mit der Zeit. Und daher haben wir halt auch überlegt gehabt, was wäre so das Motto für dieses Webinar, was kann man so als Hauptsatz stehen lassen. Und für mich ist das einfach so eine Frage. Immobilienverwaltung, wer heute noch auf dem Markt bestehen will, der muss digital arbeiten, und der muss auf jeden Fall so aufgestellt sein, dass der autark arbeiten kann, ortsunabhängig sein und jederzeit Informationen zur Verfügung haben muss. Und wer das nicht ist, hatte ich in der Vorversion, der ist jetzt nicht reingenommen. Ich hatte zuerst in der ersten Version geschrieben, der kann seine Insolvenz schon mal planen. Wir haben jetzt reingeschrieben, dass es ein Muss ist. Ne? Also aus meiner Sicht ist das so, wenn man da nicht mit der Zeit geht, gibt es da zwei Möglichkeiten: Entweder ich bin nicht mehr wettbewerbsfähig, ich werde so vom Markt geschluckt, oder meine Kunden laufen mir weg, weil die einfach jemand sagen, wer heute mit Zettelwirtschaft arbeitet, der passt vielleicht nicht zu mir. Ne? Kommen wir vielleicht noch einmal zu dem Eingangspunkt, Christian, wo du auch dein Unternehmen vorgestellt hast. Ihr wurdet ja oder seid ja seit September 2020 sozusagen Casavi-Kunde. 2020, wir erinnern uns alle zurück, war ja geprägt von der ja, Corona-Krise, die sich dann im März, April sozusagen auch ja, auf alle niedergeprasselt ist. Kannst du uns vielleicht einfach nochmal den Status quo vor September 2020 ja, erzählen, wie war es da bei euch? Wie wart ihr aufgestellt? Was hat dann am Ende auch den Ausschluss für dich gegeben, zu sagen, Mensch, ich brauche hier vielleicht die ein oder andere Verbesserung oder eine Optimierung in anderen Worten? Ja, absolut. Also wir haben bei uns als Verwaltungssoftware, wir setzen auf Wincasa. Wie jede Software hat die alle Vor- und Nachteile. Wir hatten das von Anfang an, und das ist eine Software, die wechselt man nicht schnell, weil das ist quasi unser Rückgrat. Und Wincasa hat auch ein eigenes Vorgangsmanagement. Das Modul haben wir auch gekauft oder lizenziert, und da haben wir auch lange benutzt.
Allerdings hat es einen riesen Nachteil gehabt, und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen mal umschauen, was das noch nicht besser können. Es ist rein offline. Das heißt also, ich habe ein sauberes Vorgang. Ich habe ja alle Stammdaten drin. Ich kann also sagen, der Herr Müller ruft an und der hat Wasserschaden, und dann wird die Firma Schulz beauftragt, und die Firma Schulz hat irgendwann einen Auftrag gekriegt, und alles auch schön chronologisch mit E-Mails drin und so weiter, mit Anrufen erfassen. Allerdings hat das einen riesen Haken gehabt, und deswegen kamen wir auf den Punkt, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, was es noch gibt. Es ist rein offline. Das heißt, das sehe nur ich oder meine Mitarbeiter. Aber das sieht nicht der Kunde, das sieht auch nicht der Dienstleister. Das heißt, ich habe oft das Thema gehabt, ich kriege einen Wasserschaden, also jetzt nur ein Beispiel, nimm Schaden, wie du willst. Ich kriege eine Mängelmeldung rein, ich verstehe die, ich bearbeite die, ich vergebe den Folgeauftrag ans richtige Gewerk auch, aber der Kunde sieht davon nichts. Und jetzt ist er irgendwann ungeduldig und ruft nach 2, 3 Tagen an, weil sich der Handwerker nicht gemeldet hat bei ihm, und sagt: Hör mal, was ist denn bei euch los? Ich habe vor 3 Tagen gemeldet, dass hier kein Wasser läuft, dass hier das nicht funktioniert. Was ist los bei euch? So, und dann guckst du nach, und dann siehst du ja, wir haben ja von 10 Minuten reagiert. Wir haben den Fall verstanden, wir haben den Dachdecker beauftragt, den Sanitär, wer auch immer gerade der Dienstleister ist, aber der hat noch nicht bei dem angerufen. So, das heißt also, dass der Ball schon lange nicht mehr unterm Spielfeld war und eigentlich auch alles nach den besten Regeln bearbeitet wurde. Aber für den Kunden bist du erstmal derjenige, der im ersten Moment das nicht bearbeitet hat. Und das war halt ein Riesenvorteil von Kasavi, dass Kasavi in einer Datenwolke ist, mit einem Webinterface, wo sowohl ich aus der Sicht als Verwalter als auch der Mieter, Bewohner, Eigentümer, also der Anfrager, darauf zugreifen kann, aber auch der Handwerker. Das heißt also, ich kann dementsprechend jetzt einen Vorgang erstellen. Den teile ich jetzt mit dem Melder, mit dem Anfrager, und sage: Pass auf, ich habe jetzt Meldung von dir, dass die Heizung mehr funktioniert. Und dann kann ich direkt aus Kasavi heraus, aus diesem Vorgang, den Handwerker beauftragen und kann das auch mit dem teilen. Das heißt, er sieht direkt, ich habe 8 Minuten später die Firma Müller beauftragt mit dem Betreff: Bitte melde dich bei dem, repariere die Heizung, setze das instand. Das heißt, er weiß genau, dass das, was er gesagt hat, auch verstanden wurde. Er weiß, dass dieser Ball im Spielfeld jetzt von der Sanitärfirma jetzt in dem Fall ist. Und er weiß dementsprechend auch dann, wo er nachfragen muss, wenn er Fragen hat, warum geht es nicht weiter? Das heißt, wenn wir jetzt mal das Beispiel aufgreifen, ist ja ein gutes Beispiel, und wir kommen ja auch im späteren Verlauf nochmal wirklich da ins Eingemachte mit rein. Was du sozusagen sagst, ich versuche es mal in meinen Worten wiederzugeben, ist sozusagen, dass ihr vor dem sozusagen immer im Reaktionsmodus wart. Also ihr seid. Ein Kunde fragt, wie weit ist denn eigentlich der Bearbeitungsstand, und ihr gibt die Antwort. Dann bin ich ja als Verwalter sozusagen, als Unternehmen in einem Modus des Reagierens, und du wolltest quasi aus deiner Sicht sozusagen das Unternehmen eher umkehren in den Modus des Agierens sozusagen, um dir dadurch dann das Aufkommen, sei es Telefonate, sei es E-Mails, all das, was da natürlich mit dranhängt, zu sparen. Kann man das so im Prinzip zusammenfassen? Kann man durchaus, es ist vielleicht noch ein bisschen mehr, weil das heißt ja auch, der zweite Anruf, der ist ja erstmal überflüssig. Das heißt, ich habe dadurch noch eine Mehraufwand, der unnötig ist. Und dann kommt noch dazu, dass meist der zweite oder dritte Anruf auch meistens irgendwann auch eventuell unfreundlich sein könnte, weil er denkt: Hör mal, ich sitze seit 2 Tagen in Kälte, du machst nichts, was ist los bei dir? So, das heißt also, ich habe mir, wie gesagt, diesen doppelten, dreifachen, vierfachen Aufwand von Rückfragen erspare ich mir. Und eventuell eine Meinungsbildung, die auf falschen Tatsachen beruht oder auf falschen Annahmen beruht, habe ich mir auch erspart. Du hattest es vorhin schon so im Zwischensatz erwähnt, und das war, wie gesagt, auch nochmal die Bitte an Sie, an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Nutzen Sie wirklich gerne diese Fragen oder diese Fragemöglichkeit. Einer der Teilnehmerinnen hatte schon oder Teilnehmer hatte schon gefragt, auf welches ERP-System du nutzt. Du hattest das gerade schon beantwortet, Christian. Also Kasavi will jetzt nicht Ihr bestehendes Buchhaltungsprogramm ersetzen, sondern Kasavi ist sozusagen immer der verlängerte Arm zwischen den Programmen, wie jetzt an dem Beispiel von Christian, zwischen Wincasa und Kasavi existiert. Existiert eine Schnittstelle, die sozusagen dafür sorgt, dass deine gesamten Einheiten auch übertragen werden. Also da gibt es jetzt keinen manuellen Aufwand an der Stelle. Ja, super, super Zitat, um da auch vielleicht einfach mal direkt in die Diskussion mit dir reinzukommen. Ich denke,
Ja, gerade vor dem Hinblick, wie man merkt ja jetzt nicht nur rechts und links, sondern es gibt überall Veränderungen. Alles wird digital. Wir reden auch schon über Themen wie KI etc., die jetzt auf uns einprasseln. Ich glaube, das Zitat würde ich definitiv auch ja so oder werde unterschreibe ich definitiv so. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man dann durch Digitalisierung auch Automatisierung und Standardisierung hervorrufen kann und monotone Aufgaben an dem Ende sich einsparen kann. Kommen wir vielleicht einfach auch mal direkt rein zu diesem Titel des heutigen Webinars. Wir haben ja gesagt, Immobilienverwaltung komplett digital, die wichtigsten Do's and Don'ts. Ich würde einfach mal sagen, Christian, wir starten mal mit den Don'ts. Und im Vorgespräch hattest du uns ja schon mal so ein paar Punkte mitgegeben. Vielleicht kannst du da einfach mal deine Ausführungen zu geben zu dem Ganzen. Genau, also wir hatten ja gesprochen, also das können auch viel mehr sein. Ja? Wir machen einfach mal drei Punkte negativ, drei Punkte positiv erstmal, dass man einfach so ein Gefühl dafür kriegt und vielleicht auch für die Leute, die noch gar nicht da in dem Bereich unterwegs sind, vielleicht mal so ein Verständnis dafür kriegen und abgeholt werden. Und was für uns auf jeden Fall Digitalisierung für mich ganz wichtig ist, wie du gerade sagtest, Corona zum Beispiel. Wir hatten den Vorteil, wir waren vorher auch schon ziemlich digital. Wir hatten auch vorher schon Notebooks, wir hatten auch schon VPN-Möglichkeiten, aber die es zum Beispiel nicht hatten, die waren ja auf einmal, hatten ihr Riesenproblem. Ne? Also wenn du nicht mehr dein Büro betreten darfst, aber du hast deinen ganzen Papierkram auf deinem Schreibtisch liegen, dann hast du, glaube ich, ziemlich erstmal Bescheid aus der Wäsche geschaut, denke ich mal. Und bei uns kam noch dazu, auch dass unsere Prokuristin und auch die Leiterin der Hausverwaltung ist lungenvorerkrankt. Das heißt, sie hat gesagt, okay, pass auf, wenn ihr mich wiedersehen wollt, komme ich nicht rein. Punkt. So. Das heißt, wenn du da noch mit Zettel unterwegs bist und jetzt hättest du angefangen, jetzt die alle eintüten, per Post verschicken oder abfotografieren oder wie auch immer. Also das war jetzt natürlich gerade ein besonderer Fall durch Corona dabei. Aber wir haben auch so Effekte gehabt, zum Beispiel für mich war irgendwann mal so ein Aha-Effekt, wo ich hatte, wir hatten einen Handwerker bei uns. Das war bei uns im selben Stadtteil, mit dem haben wir sehr viel gemacht, Sanitärunternehmen. Und immer hatten wir mal über Schwierigkeiten, mal Aufträge nicht erfüllt wurden. Und es ist ja immer so, ich vergebe einen Auftrag, dann ist ja erstmal gedanklich der Auftrag für mich geschlossen, weil der Ball ist ja an seinem Spielfeld und damit, der will sich schon kümmern. So, Grundgedanke erstmal. Und dann kam halt immer wieder mal so ein paar Aussetzer und dann haben wir da festgestellt, dass die Firma noch mit solchen Auftragszetteln, wirklich mit der Hand, also mit diesen, kennt man vielleicht diese Durchschriftzettel noch arbeitet. Das heißt, sie haben da drei Durchschriften davon. Eine geht dann in die Buchhaltung für die Rechnungserstellung, eine kriegt dann der Monteur mit als Auftrag dazu und eine verbleibt im Büro zur Kontrolle. Und jetzt hat die Durchsuchung im Büro und jetzt sind diese Zettel vom Wind wohl im Papierkorb gelandet. Ich habe erst gedacht, die sagt das als Ausrede, weil das ist ja, klingt erstmal unwahrscheinlich, ne? Aber es ist halt so, dass zum Beispiel bei uns Aufträge auf Papier notiert wurden, die im Durchzugfall vom Tisch runtergeweht wurden wird und dann irgendwie im Papierkorb gelandet sind. Das sind zum Beispiel solche Sachen, das bleibt einfach aus, oder wer kennt nicht mit dem Kaffeefleck oder wie auch immer, ne? Also das ist halt, Papier zu arbeiten ist halt wirklich, ja, 80er, 90er vielleicht noch, aber dann ist auch schon Schluss. Ne? Und von daher ist es halt am einfachsten, wenn du sagst, ich habe alles digital, wir haben Webinterface, ich kann mich überall auf der Welt vom Handy oder von wo auch immer mich einloggen mit meinen Login-Daten und ich habe Zugriff auf alle meine Vorgänge. Ich sehe jeden Vorgang, wo der steht. Also ich brauche keinen Ort oder kein, ich brauche nur Internet und einen Browser. Mehr brauche ich dafür nicht. Ne? Das sind diese Cloud-Lösungen und das ist einfach das, was State of the Art ist. Und daher ist aus meiner Sicht Medienbruch ganz klar. Ich kann nicht anfangen und sagen, ich nehme Teil digital auf, dann mache ich Papier weiter, dann mache ich vielleicht noch wieder, tippe ich wieder alles ab nachher und schreibe es wieder digital auf, dass man da einfach sagt, okay, es kommt eine Anfrage rein, die wird direkt digital erfasst im Vorgang und von da aus wird jedes Doing im Vorgang dokumentiert und idealerweise wird der Vorgang dann halt behoben, geschlossen und das war's. So, deswegen ganz klar Nummer eins, gucken, dass man immer möglichst in einer Linie ist und Medienbrüche aller Art. Es ist eine Sollbruchstelle. Jedes Mal, wenn ich einen Cut drin habe, und auch, ich weiß auch, ich habe jetzt auch nicht die schönste Schrift. Einige sagen, ich könnte auch ein Arzt werden oder Apotheker. Ich habe so oft, dass ich irgendwie schnell was mitkritzel und teilweise eine Stunde später überlege ich, was hast du mal aufgeschrieben, weil ich selber nicht entziffern kann. Also das sind so banale Sachen, die einfach nicht passieren können. Wenn ich es am PC aufschreibe, habe ich nie das Problem, dass meine Schrift nicht entziffert werden kann oder sowas. Also das ist wirklich, also es ist aus meiner Sicht, mit jedem Bruch hast du nur mehr Schritte, mehr Aufwand, den man sich ja irgendwie sinnlos ersparen kann. Und natürlich hat die Geradlinigkeit dabei und Effektivität ist absolut vom Vorteil.
Vielleicht zu dem ersten Punkt auch nochmal, Christian, Medienbrüche vermeiden. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Also man kann ja vielleicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sagen, ich habe mir natürlich auch mal euren Account angeschaut und was mir direkt ins Auge gestochen ist, ihr habt über 13.300 Vorgänge in unserem CRM oder in unserem Ticketsystem. Das spiegelt ja im Prinzip nur deiner Nachricht oder deine Aussage gerade wider. Medienbrüche vermeiden, das heißt, du hast nicht nur die Vorgänge oder die Anfragen, die aus dem Portal, aus der App gemeldet werden in der Smart Task, so heißt bei uns das Vorgangsmanagement mit inkludiert, sondern ihr macht es auch tatsächlich so, dass ihr Telefonate, E-Mails, alles quasi in einer Oberfläche sozusagen bündelt, um dann eben diese Sollbruchstellen, wie du gerade richtig gesagt hast, zu vermeiden. Absolut, absolut. Also ich habe ja immer ich möchte ja einen Fall von Anfang bis Ende begleiten. Und das heißt ja dann, wenn ich jetzt jemand habe, der hat einen Wasserschaden, wenn es beim Beispiel zu bleiben, jetzt ruft der Nachbar an, der hat auch eine feuchte Decke, da wird es im Vorgang dokumentiert, dass jetzt der Bewohner unten drunter angerufen hat und hat gesagt, er hat auch eine feuchte Decke. Dann geht es von da aus weiter. Und auch wenn alleine banale Nachfragen kommen, wenn jetzt wirklich nochmal der Bewohner oder der Eigentümer anruft und sagt, hör mal, wie sieht der Status da aus? Auch das wird dokumentiert. Weil dann kannst du auch dementsprechend auch nachvollziehen, wer wann was gemacht hat, wer sich wie oft gemeldet hat. Und auch da könntest du notfalls, wir haben bei uns Telefonie, machen wir reihum zum Beispiel. Das heißt, auch da kannst du durchaus dann sagen, okay, sie haben doch gestern schon angerufen. Die Kollegin hat ja gesagt, wir haben das und das gemacht. Die Schritte sind immer noch aktuell. Haben Sie noch weitere Fragen? Wenn es nicht dokumentieren würdest, würdest du ja gar nicht wissen. Und du hast auch natürlich den Vorteil, dass du auch notfalls sagen kannst, ich kenne das auch rein von der Mietverwaltung. Jeder Eigentümer sagt, ja, mein Objekt macht keinen Aufwand, das können Sie auch umsonst mitmachen, das ist Selbstläufer, Sie müssen nichts tun. Ne? Wenn ich ja dann zeigen kann, guck mal hier, bei dem Vorgang hat der Mieter mich 8-mal angerufen, ich habe das und das gemacht und so weiter, das ist auch eine Dokumentation irgendwo als Möglichkeit auch vielleicht zu zeigen, okay, das Objekt ist vielleicht doch ein bisschen aufwendiger, als das einer meinen könnte. Es gibt auch eine Zeiterfassung, kann man mit eventuell koppeln oder nicht auch, das wäre auch noch ein Thema dabei, dass man auch nur sagt, okay, was ist Sonderaufwand, aber wie gesagt, wir gehen wirklich hin und wir erfassen, wie gesagt, wir haben jetzt 13.000 Vorgänge in 3 Jahren oder jetzt bald im 4. Jahr, wir haben es am Anfang, oder es ist ja eine Lernkurve, das heißt, wir haben am Anfang natürlich nicht alles digital erfasst, aber wie gesagt, wir machen mit alles, was passiert, wird bei uns digital erfasst. Es gibt nichts, was nicht als Vorgang erfasst wird, selbst Anfragen, also ne, neues Objekt fragt dann, eine Gemeinschaft kommt auf uns zu und sagt, hör mal, ich habe ein Angebot. Selbst dafür haben wir ein Musterobjekt angelegt, wo wir darüber nachfassen, dass wer angerufen hat. Wir haben auch dann, man kann diesem Vorgangsmanagement-Tool auch sich diese Masken auch bauen und Pflichtfelder bauen. Das heißt also, dann geht der Mitarbeiter, der die Anfrage reinkriegt am Telefon zum Beispiel, sagt, ich habe einen neuen Vorgang, Anfrage zum Beispiel WG-Verwaltung, und dann kommen direkt die Felder, wo dann steht Anzahl der Einheiten, Verwaltungsbeginn, Grund des Verwalterwechsels, besondere Wichtigkeiten, Besonderheiten und so weiter. Das heißt also, auch da kann man diese Formulare so bauen, dass du dir genau die Fragen, die man zu diesem speziellen Vorgang braucht, halt direkt hat und auch noch direkt so, kann ich noch Häkchen setzen, Pflichtfeld. Das heißt, ich kann auch sagen, zum Beispiel bei der Anfrage, die kannst du nur aufnehmen, wenn du auch die Anzahl der Einheiten aufnimmst, weil das ist eine Information, ohne die kann ich kein Angebot erstellen, zum Beispiel. Das heißt also, da gehen wir wirklich hin und wir sagen, alles, was bei uns in der Haushaltung passiert, findet sich wieder im Vorgang Kasabi. Und dadurch, im Prinzip, das ist ja letztendlich auch der zweite Punkt hier mit aufgelistet, wird sinnlose Kommunikation auch eingespart. Was ich sozusagen, deswegen habe ich es hier mit aufgeführt, du hattest schon das eine oder andere Mal drüber geschmunzelt, dass ich das so häufig nenne, aber was ich wirklich schön fand, was du gesagt hattest, ist das Thema Schneckenpost. Vielleicht magst du den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einmal erklären, was du mit diesem Begriff meinst. Ja, auf jeden Fall, aber lass uns mal kurz zum zweiten Thema kommen. Die Kommunikation, diese wirklich Sinnfallkommunikation, kennt jeder im Büro. Da kommt ein Anruf rein, wer hat Herr Müller angerufen? Oder da ist ein Angebot für, weiß nicht, für das Objekt, wer hat angefragt und so weiter. Kennt jeder. Und dann geht man rum, warst ihr das, wart ihr das? Nee, weiß ich nicht. Und dann ist natürlich der gerade nicht am Platz ist, weil er auf Toilette ist oder gerade frei hat oder im Homeoffice ist, kriegt man nie raus, man hat eine Stunde investiert, man hat irgendwie noch 8 Mitarbeiter abgelenkt wegen irgendwelchen sinnfreien Fragen. So guckst du im Vorgang einfach rein, in Kasabi, guckst du rein, okay, in welchem Objekt ist gerade was passiert, wer hat den Vorgang bearbeitet, man kann es direkt reinpacken. Also das finde ich, ist auch so ein Thema dabei, weil man darf ja nicht vergessen, wenn jetzt jemand wirklich mit dieser Rechnung oder was auch immer das durchgeht, nicht nur, dass die Person beschäftigt ist, die unterbricht ja auch jeden anderen in einem irgendeinen Ablauf, die gerade drin sind, ob es jetzt gerade Vorgangsbearbeitung, eine Abrechnungserstellung, was auch immer das ist,
Die Person wird ja erstmal rausgerissen, mit der Frage muss ich erstmal konfrontieren, muss ja wieder an der Stelle weiterarbeiten. Also wir versuchen sowas halt auch zu vermeiden, indem wir sagen, okay, wir dokumentieren wirklich alles, was wir können, damit jeder wirklich autark arbeiten kann. Und man muss auch dazu sagen, die Suche, die ist mega geil. Also die ist ähnlich wie in Outlook, die Suche. Man kann wirklich da Stichwort eingeben, Namen eingeben, Objektadresse eingeben. Also ich kann sehr schnell meine Informationen über die Webseite finden. Und wenn ich jetzt nicht, oder wenn ich jetzt ein bisschen affin im Internet bin, also ich sag mal, alle, die bei Amazon bestellen können, und das müssen viele gewesen sein, bei Corona gab es ja, glaube ich, nicht viele Möglichkeiten, Sachen zu beschaffen, aus online zu bestellen. Das heißt, alle, die bei Corona überlebt haben, müssen online bestellen können, die können auch so ein Portal bedienen. Das heißt, wenn ich weiß ungefähr, wie eine Suche funktioniert und wie man wo drauf liegt, was absenden heißt und so weiter, dann bist du innerhalb von einem halben Tag bist du da voll auf Ballhöhe, ne? Und das vielleicht auch kurz weg zum zweiten Punkt. Ja, und Schneckenpost. Also wir haben ja im Kasabi gibt es noch das Tool, das ist ja ein Smart Post. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, jegliche Briefe jeder Art im Portal hochzuladen. Kasabi zerlegt die, also ich kann jetzt zum Beispiel eine Abrechnung für 150 Einheiten, kann ich da hochladen. Kasabi erkennt aufgrund der Namen und der Einheiten und der Adresse, kann das zuordnen, wer ist wer und kann daraus dementsprechend einzelne PDFs bauen und die in deren Postfach direkt reinstellen. Das haben die direkt digital da als einzelnes Dokument. Alles fertig. Der Weg davor oder die Leute, die da noch Offline-Post haben, ist ja, du gehst hin, du druckst dir deine x Seiten aus. Wenn du mal von mir aus 10 Einheiten Abrechnung, die kannst du auf dem großen Tisch ja noch sortieren, aber ich sag mal, sortier mal für eine 80 Einheiten Abrechnung oder 150 Einheiten Abrechnung. Da brauchst du zwei Büroräume oder sowas, ne? Abgesehen von der Zeit und dass es ABM-Maßnahme ist. Aber dann heißt, du druckst das aus, ne? Und witzigerweise, in jeder E-Mail steht ja heutzutage drin, Think before you print. Was machen wir? Wir denken nicht, wir drucken. So, dann druckst du das aus, dann tütest du das alles noch schön ein, in Briefumschläge, da muss irgendwie noch eine Frankierung ja noch vorgenommen werden, da müssen die eventuell noch zur Post gebracht werden oder lass sie abholen und so weiter. Und dann trägt es ja wirklich noch so ein Postbote, der trägt es dann irgendwie in so einen Waggon rein und dann wird es noch sortiert und dann wird sie verteilt und dann mit Glück ist es Ganze nach 2 bis 3 Tagen dann bei jemandem angekommen und deswegen nennt es halt Schneckenpost, weil wenn ich das digital mache, ist es ja quasi, ne, es ist da. Also weiß nicht, 2 Minuten, 5 Minuten, ne? Wir reden da über keinen Zeitraum, sprich sofort. Ich kann in Kasabi auch noch ein Häkchen setzen, dass ich sage, informiere noch per E-Mail. Das heißt, er kriegt da so just in time noch eine E-Mail und sagt, pass auf, hier ist eine neue Post mit dem Betreff und dann kann er draufklicken, ist direkt sein Postfach drin, kann dann direkt die Anlage sehen. Oder der kriegt am nächsten Tag so eine Sammel-E-Mail, wo dann drin steht, diese und diese Dokumente sind jetzt neu im Portal. Und Schneckenpost ist einfach bei uns, wie gesagt, also im besten Fall 3 Tage ist es da und das ist mit einem riesen Mega-Aufwand, was du dazu händisch hast. Wie gesagt, wenn wir über Ressourcen, über Green und CO-neutral sprechen wollen, das kann kein Mensch irgendwie sich vorstellen, was wir da für Ressourcen mit verbrennen. Ich hatte auch im Vorgespräch auch gesagt, ich war letztens in Dubai bei so einer Begehung und da wurden Neubauten und so weiter sich angeschaut und dann ist halt irgendwie aufgefallen, dass die ja gar keine Briefkästen haben und wir hatten den Bauträger gefragt gehabt, wo denn die Briefkästen hinkämen, weil die nicht im Eingangsbereich sind und dafür bestimmte Bereiche haben und er fragte, was Briefkästen sei, ne? Also der sagte, wofür man die denn bräuchte, weil er konnte sich nicht erklären. Also in Dubai wirst du keinen Briefkasten finden. Es gibt da keine Schneckenpost. Alles kommt digital. Regierungs, alles kommt bei digital. Ne? Klar, wir haben eine andere Historie als die. Wir sind vielleicht auch nicht so schnell in Entwicklung wie Dubai. Aber wirklich brauchen tut es aus meiner Sicht wirklich kaum noch jemand. Und daher, wie gesagt, sagen wir ganz klar, also für unser Schneckenpost, wir versuchen das auch, soweit es geht, zu vermeiden. Wenn wir das verschicken, wir stellen es auch direkt im Portal ein. Und wie gesagt, die Post dauert ja per se ja 2, 3 Tage länger, vielleicht sogar 5 Tage. Und da haben wir auch oft den Effekt, dass wir sehen, okay, die Eigentümer, die das per Portal schon haben, sprechen untereinander und sagen, hör mal, hast du schon die neue Nachricht gekriegt oder die Abrechnung, ist sie schon da bei dir und so weiter? Und dann sagen, nee, warum? Und wie auch immer. Dann sagen wir ganz klar, ja, wenn Sie Steckenpost haben wollen, können Sie selber entscheiden. Ne? Sie können ja selber online und offline umstellen im Portal, wie die Post haben wollen. Aber wenn Sie das wünschen, dass wir das für Sie ausdrucken und eintüten und zum Briefträger noch bringen und der Briefträger dann noch dann irgendwie zentral abholt und dann durch die halbe Stadt fährt und Sie nach Hause bringen soll, dann kann es mal 3 Tage dauern. Ne? Absolut.
Man muss dazu sagen, also es gibt ja beide Möglichkeiten für die, die jetzt offline sind. Ihr könnt es natürlich selbst ausdrucken oder mit uns auch mit der Deutschen Post verschicken. Ja, super. Vielen Dank, Christian. Ich denke, Genau, da es ist waren richtig, schon diese mal. E-Post ist angebunden, das ist was, was du ja noch meinst. Wobei wir Genau. die E-Post nicht nutzen, weil wir haben halt Briefumschläge sind gebrandet, unser Briefpapier ist halt mit dabei. Wenn du diese E-Post nimmst, dann ist es ja alles, ich sag mal, in diesem recycelten Papier. Und wir haben halt dickeres Papier, wir haben ja Werbung bei uns auf den Briefumschlägen mit drauf und so weiter. Wenn wir Post verschicken, tun wir nochmal Flyer noch von uns da rein. Das würde das nicht hergeben, aber grundsätzlich. Absolut richtig. Man kann also auch E-Post direkt drucken. Das ist ja dann, ich mache einen Druckauftrag fertig und es gibt dann Richtig. direkt die Möglichkeit, das zu E-Post zu schicken. Und die haben dann ein Riesenzentrum, wo das ausdrucken, eintypen, frankieren und dann quasi dann direkt in die Zustellung geht. Richtig, ja. Genau, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Kommen wir noch mal zu den Do's des Ganzen. Jetzt haben wir ja schon mal die Don'ts angerissen. Vielleicht, bevor wir über die Do's sprechen, mich würde auch noch mal interessieren, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter mit ins Boot holen. Das ist natürlich auch ein zentrales Thema, wenn man sich für so eine Lösung entscheidet. Wie war so dein Eindruck, wie die Kolleginnen und Kollegen das auch intern angenommen haben? Ich meine, der Mensch ist ja sozusagen als solches immer an seine Arbeit, die er so macht, gewöhnt. Und jede Veränderung tut im ersten Moment ja sozusagen auch weh. Und dann kommen wir auch gleich im Nachgang auf die Do's, aber das würde ich ganz gerne nochmal hier zwischenschieben und vielleicht da auch nochmal deine Erfahrungswerte auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgeben. Du absolut. Also es ist immer so, wenn man sich Neues angewöhnt oder anschaut, ist immer eine gewisse Hürde erstmal da, ne? Weil man sagt ja, es war schon immer so, hat ja immer funktioniert und das hat ja auch geklappt und warum jetzt was Neues? Also die Grundhaltung ist ja immer per se erstmal so ein bisschen Skepsis, sage ich einfach mal, ne? Wir haben aber dabei Kasavi einen sehr schnellen positive Lernkurve gehabt, weil einfach dieser Mehrwert, der Nutzen einfach sehr schnell erkennbar ist. Und wir hatten ja schon vor das Vorgangsmanagement aus Wincasa heraus. Das heißt also, dass wir das machen, war nicht neu. Und die Mitarbeiter haben auch schnell erkannt, dass wir dadurch, dass wir das jetzt alles auch mit den Eigentümern teilen können, oder mit den Mietern und Betroffenen, und dass sie das auch sehen können, und dass wir können auch, hatte ich jetzt gerade noch gar nicht erwähnt gehabt, man kann auch einzelne Sachen auch extra nur teilen oder nicht teilen. Das heißt also, wir können also auch interne Kommentare auch im Kommentar reinschreiben, die auch intern sind. Also das heißt also, das war auch noch nicht die Befürchtung, ja, wenn ich jetzt da reinschreibe, nicht, dass er sieht, dass man schlecht über den redet. Alles kein Thema, kann man machen, man kann interne Notizen reinmachen, sehen wir nur intern und sonst keiner. Und allein schon dadurch, als das den allen dann begriffen hatten, waren sofort die Ersten, die das sofort positiv fanden. Und mittlerweile haben wir richtige Fans, also meine Mitarbeiter, die lieben die Beauftragung von Handwerkern bei Kasavi, lieben die einfach. Weil die Beauftragung von Kasavi ist ja, wie gesagt, jemand ruft an oder idealerweise meldet er selber im Portal, das heißt, der macht selber einen Vorgang auf. Gucken, Und wenn nicht, ich habe einen Vorgang auch gerne. vorbereitet, Christian. Ich glaube, das würde perfekt passen zu, wenn wir das auch visuell gleich einmal uns Okay, sozusagen gerne. anschauen. Weil da kommen wir nämlich auch direkt auf den Punkt, interne Notizen sozusagen zu sprechen, den du gerade mit angepackt hast. Wir machen heute auch einen ganz kleinen Einblick in die Software von Kasavi. Vielleicht aber, genau, weil das steht ja auch im Prinzip drauf, konsequente interne Nutzung durch alle Mitarbeitenden. Und für mich ist das jetzt auch aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt auch seit 4,5 Jahren mit dabei, die Kunden, die wirklich hingehen und sagen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist jetzt wirklich das Tool, das CRM, das Ticketsystem, euer Tool, womit ihr einerseits mit euren Kunden, Mieter, Eigentümer, mit den Dienstleistern auch intern kommuniziert und die dann das auch wirklich, wenn das zum Alltag wird, quasi morgens PC starte, ich öffne mir quasi Kasavi, nehme jetzt bei dir Wincasa als Beispiel. Das sind auch die Kunden, die am Ende des Tages den größten Mehrwert erzielen. Und ich glaube, bei dir, ich komme nochmal zurück auf das Beispiel, ihr habt 13.300 Vorgänge und ich habe nochmal nachgeschaut, über 68% Nutzungsrate, Registrierungsquote. Das ist natürlich schon mehr als 2/3. Und ich nehme an, die Steigerung wird einfach auch noch nach oben gehen. Aber vielleicht kannst du einfach nochmal zu den Do's ein paar Punkte auch da ausführen. Genau, also der erste Punkt, dass wir das wirklich als das Tool nehmen und wirklich nur ein Tool haben, ist elementar. Wenn du anfängst mit Zettel, wenn du sagst, ich mache aber noch so ein bisschen in der alten Software oder ich mache noch ein bisschen was,
Das wird nicht funktionieren. Das heißt also, da haben wir einfach gesagt, wir lösen das alte Fondsmanagement aus Wincasa einfach ab. Da gab es eine Deadline für, es gab einen Stichtag. Und ab da durfte im alten Tunisia gemacht werden. Und alles, was danach kam, musste zwangsweise in Kasabi gemacht werden. Punkt. Da wurde nicht diskutiert. Ganz einfach. Weil wenn du das sagst, wir machen das schleichend, wir machen jetzt aber hier eine Ausnahme und da noch eine Ausnahme von einer Ausnahme oder sowas, das wird nicht funktionieren. Ne? Also wir haben ganz klar gesagt, okay, Deadline, ab da gibst du noch einen Weg und fertig. Ne? Das ist auf jeden Fall für mich elementar wichtig gewesen. Und das hat dazu geführt, dass man also sehr schnell auch dann Grip reinkriegt, dass man dann direkt das Doing da reinkriegt. Und wenn man es auch zeitgleich macht, der Vorteil auch, dass man auch sehr schnell dann sieht, okay, hier ist das anders, man bespricht jetzt direkt im Team zusammen. Also man hat ja diese Einarbeitung dann auch als Gemeinschaft, weil man es ja zeitgleich macht und hat dann dadurch halt auch dann das Wissen, was man ziemlich schnell teilen und sich erarbeiten kann. Also mein Vorschlag wäre auf jeden Fall ein Tool und es gibt alles, was passiert, wird da drin dokumentiert. Keine Ausnahmen. Jede Ausnahme, die du machst, machst du dir später das umso schwerer und je mehr es bröckelt, umso schwerer wird es wieder hinzukommen. Daher unbedingt. Und wie gesagt, auch der dritte Punkt geht auch in die Richtung, die konsequente Nutzung durch alle Mitarbeiter. Auch das ist genau wie man das mal sagt, ab heute nur noch das Tool oder konsequente Nutzung für alles. Je konsequenter du das machst und je straighter du das machst, umso erfolgreicher wird die Migration oder die Einführung von dem Tool einfach sein. Je mehr du das aufweichst, aufbrichst oder Ausnahmen machst, umso schwieriger wird es nachher für dich, umso mehr wird es so ein Eierlauf und nachher wird es, glaube ich, für alle unzufrieden, weil dann hast du nicht die Migration von einem Tool, was du dafür aber vorgesehen hast. Die Mitarbeiter haben keine saubere Linie, weil die nicht wissen, kann ich jetzt das so machen oder so machen, muss ich jetzt in dem Tool oder in dem Tool oder kann ich jetzt vielleicht nur mit der Hand machen oder wie auch immer. Von daher bin ich der Meinung, und so haben wir es zumindest umgesetzt und deswegen, ja, meine Überzeugung ist auf jeden Fall, machst du Deadline, sagst du, pass auf, bis dahin werden alle alten Vorgänge noch in dem alten Tool bearbeitet, ab da nur noch alles, was neu ist, im neuen Tool und selbst jeder Anruf, wenn jemand ins Büro kommt, egal was passiert, such den passenden Vorgang raus, dokumentiere, Herr Müller war im Büro, hat nachgefragt, Beratung stand, ich habe mitgeteilt, keine Ahnung, 2 Tage noch, dann meldet sich der Handwerker oder sowas, wie auch immer, dann hast du saubere Linie drin und das wird dann hinten raus den Erfolg umso höher machen. Eine Überwindung wird es auf jeden Fall. Wie gesagt, alles, was Neues ist, halt immer erstmal per se so ein bisschen, weiß ich nicht, wie auch immer. Kann man sich auch nicht selber vielleicht von freisprechen. Aber wie gesagt, je konsequent man das macht, umso einfacher, umso erfolgreicher wird dann die Migration und die Einführung von dem neuen Tool. Und ich meine, es spiegelt sich ja im Prinzip wieder mit den externen Punkten. Ich hätte es ja gerade schon erwähnt, 68% Registrierungsquote, damit liegst du sogar über unserem Durchschnitt. Wir stellen ja jedes Jahr Wachstum von 8% in dieser Quote fest. Und ich meine, jeder wird schon mal einen Flug online gebucht haben, jeder wird Netflix haben, jeder wird Amazon haben. Das sind ja alles Systeme, Softwareprogramme, die jetzt nicht unbekannt sind, sondern ich nehme an, dass mobile Endgeräte beziehungsweise Plattformen schon gängige Praxis sind und eigentlich auch schon gestern waren. Da kommen wir eigentlich, spiegelt so ein bisschen wieder auf dein Zitat eingangs. Aber du hast es ja geschafft, sozusagen mit deinem Unternehmen auch diese Registrierungsquote so hoch zu pushen, weil du einerseits die konsequente Nutzung aller Mitarbeitenden führst und, was ich auch ganz spannend fand, einerseits ist es ja, wie du hier schreibst, ein Service für den Kundeskunden, also für den Mieter und für den Eigentümer. Aber auch noch spannender in meinen Augen ist das ganze Thema ausgehende Informationen. Erklär uns doch mal vielleicht, was es damit sozusagen auf sich hat. Ja, gerne. Also es ist bei uns so, es ist bei uns verboten, eine Anlage per Outlook oder per E-Mail zu verschicken. Das heißt, also kennst ja oft, ich brauche kurz die 35a-Bescheinigung, letzte Abrechnung, Betriebskostenabrechnung, eine Vermieterbescheinigung. Du hast ja immer irgendwelche Unterlagen, die gebraucht werden. Diese werden bei uns nicht per E-Mail verschickt. Punkt. 2 Möglichkeiten hast du. Die werden im Portal hochgeladen. Und wie gesagt, Portal hochladen heißt, ich lade hoch. Und er hat es 1 Minute später, 2 Minuten, 3 Minuten später. Das heißt also, wir reden über wirklich fast Realtime, genau wie E-Mail. Oder das Ganze geht per Steckenpost. Was anderes gibt es nicht. Das ist auch wieder der Punkt, wo ich denke, schlägt er wieder ein auf konsequente Nutzung. Wenn ich wieder, also es ist ja so, wir sind ja oft in der Mitte. Wir haben ja auf einer Seite den Auftraggeber, auf der anderen Seite vielleicht irgendwelche Bewohner oder Mieter. Und wir haben die Möglichkeit, das zu steuern. Und die Spielwiese und die Dokumente und die Dateien sind ja auch bei uns. Ich kann natürlich alles machen. Ich kann auch sagen, hör mal, kein Problem, ich kann es auch zu dir nach Hause bringen, wenn du möchtest.
Klar, kann man machen, durchaus. Aber dann werde ich die Leute nie dazu kriegen, dass sie sich registrieren. Das heißt also, es tut den Leuten nicht weh, wie du auch schon gerade sagtest. Jeder wird einen Amazon-Account haben, jeder wird ein Netflix-Abo haben, jeder wird schon mal irgendwas online bestellt haben. Alle Eigentümer mussten das erste Mal in ihrem Leben jetzt eine Online vom Finanzamt die Grundsteuerreform bei Rhein Online ausgefüllt haben, die irgendwie auch hingekriegt. Also es kann technisch wirklich kaum Gründe geben. Und wir haben uns im Kundenstamm, bei unseren 4000 Kunden haben wir auf jeden Fall, wir haben wirklich auch welche dabei, die wirklich kein Handy und kein Telefon oder kein Internet zu Hause haben und wirklich noch Wählscheibe haben und so weiter. Klar, gibt es immer, es gibt immer Ausnahmen. Aber das sind, wenn es hochkommt, 5 bei 4000. So, und auch die haben Nachbarn, auch die haben eine Möglichkeit, was zu haben. Und selbst wenn nicht, dann haben wir auch immer die Möglichkeit, wir sagen, okay, es liegt bei dir. Das Dokument stelle ich gleich im Portal rein, kannst du gleich herunterladen oder ich schicke es per Schneckenpost. Und wir haben auch alle Verträge so umgestellt, dass wir auch Post komplett abrechnen. Das heißt also, wir rechnen Porto ab, wir rechnen eine Pauschale für den Versand ab, also dass wir also überhaupt das ausdrucken, wir rechnen die Seite ab und wir rechnen auch den Stundenaufwand ab. Also das heißt auch durchaus mal so eine Anlage kann auch mal schnell mal 40 € kosten. Weil auch da haben wir die Erfahrung gemacht. Wenn du immer mit den Leuten diskutierst und sagst, nee, mache ich nicht, dann erzeugst du immer so Gegendruck. Die Leute sehen das als Challenge und die wollen dich ja dann überzeugen und die wollen ja zeigen, dass die doch vielleicht auch eine Meinung haben können und vielleicht doch stärker sind. Wir haben dann einen Change gemacht, wir haben gesagt, kein Problem, kostet aber. Und dann machst du eine kurze Pause, da wartest du, bis der so ein bisschen nachdenkt und sagt, was oder wie oder warum? Und dann erzählst du, okay, kein Problem. Also wenn ich jetzt deine Unterlage hier ausdrucken möchte, das heißt, ich muss einen Drucker gekauft haben. Der kostet ja Geld. Wir haben so, in dem Büro haben wir jetzt so einen Drucker, der kostet, weiß nicht, 6.000 €. So. Muss aber bezahlt worden sein. Das Ding hat ja auch irgendwie Strom verbraucht. Das Ding hat ja auch irgendwie Toner verbraucht. Da muss ja Papier drin sein. Das haben wir auch mal gekauft. Dann muss ich das ausdrucken auf einem PC, den ich auch mal gekauft haben muss. Ich muss das Ganze dann aus dem Drucker rausholen. Ich muss das unterschreiben vielleicht. Ich muss das vielleicht falten. Ich muss den Umschlag rein tun. Da muss eine Briefmarke drauf. Auch die Sache muss ja beschafft werden. Und da muss das jemand noch heute Abend noch mitnehmen. Muss zum nächsten Briefkasten fahren. Das ist alles das, was du dir auch sparen kannst, weil in unserer Software, ich kriege alles als PDF raus. Also wenn ich in Wincasa Nachweis habe, eine Abrechnung habe, ich kriege ein PDF. Ich kann das PDF auch direkt hochladen. So, wenn du es nicht möchtest, mache ich es gerne für dich. Kostet dich im Zweifel vielleicht 20 €, vielleicht auch 40 €, je nachdem, wie lange das dauert, wie viel Umfang das ist. Und das ist dann immer sehr auch, wenn du dann mit diesem Hebel gehst, ja, das ist doch nicht so wichtig. Ach, machen Sie doch ein Portal. Ich fahre mal meinen Nachbarn oder meinen Neffen oder meinen, wie auch immer. Auf einmal haben wir ganz viele Möglichkeiten, die auf einmal sehen. Aber das ist halt so ein bisschen eleganter, weil wenn du sagst, nee, mache ich nicht, dann hast du immer Widerstand und dann erzeugt das auch Widerstand. Ne? Elegant war immer die Lösung bei uns, dass wir gesagt haben, kein Problem, kostet aber. Ja, das sind gute Punkte auf jeden Fall. In Anbetracht der Zeit, weil wir auch noch mal gerne in die Software reinspringen würden. Ich glaube, die letzten beiden Punkte, die sind sozusagen auch ziemlich einleuchtend. Also du hattest ja erwähnt, du hast auf eurem Anrufbeantworter auch konsequente Hinweise zu der Nutzung vom Portal. Bitte melden Sie Ihre Anfragen beispielsweise über das Kundenportal, über die Gottschling Immobilien-App. Und du bewirbst ja auch, sei es auf der Homepage oder auf anderen Kanälen auch aktiv für dieses Portal. Da können Sie auch gerne nochmal im Nachgang nochmal die ein oder anderen Tipps und Tricks von Christian einholen. Da ist er sicherlich bereit zu. Ich würde vorschlagen, Christian, in den letzten 20 Minuten schauen wir uns doch noch einmal kurz das Ganze an einem. Wie gesagt, das war ja das, was ich eingangs auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesagt habe. Das soll jetzt hier keine Produktvorstellung werden. Aber du hattest jetzt auch gesagt, zum Beispiel das ganze Thema Dienstleisterbeauftragung in einem Ticket, dass deine Mitarbeiter da wirklich von begeistert sind. Ich würde mal vorschlagen, wir nehmen das einfach mal als Beispiel und gehen mal rein ins Produkt und schauen uns das mal an. In der Zwischenzeit, bevor wir das machen, würde ich ganz gerne einmal die Chance nutzen und auch Sie, dass Sie vielleicht auch mal im Hintergrund ein bisschen aktiv werden und einfach mal eine Umfrage starten. Und zwar die Frage, wie Sie aktuell mit Ihren Dienstleistern kommunizieren. Genau. Ah, bis jetzt relativ eindeutig, Christian. Ich weiß nicht, siehst du auch die Ergebnisse? Ja, ich Wahrscheinlich sehe gerade, nehme ich dass an. das E-Mail Genau. sehr, sehr präferiert ist. Also da haben wir jetzt gerade, ja, also E-Mail scheint zu gewinnen. Po gut, Post Ja. wäre jetzt auch, also wenn jetzt noch Faxing geschrieben hättest, dann. Ne? Aber Portal, auch, guck mal, jetzt kommt die erste Portal rein, okay. Telefon gibt es also auch noch ein paar.
Aber anscheinend ist auf jeden Fall, so wie es aussieht, E-Mail ganz klar weit vorne. Ne? Haben wir jetzt 35 Votes für, zwei für Genau. Portale, für Telefone. Ja, es steigt Ja. noch. Genau, vielleicht noch Also. kurz, werden alle abstimmen, was ja anscheinend ja auch sehr, sehr fleißig genutzt wird. Vielleicht noch kurz, genau, also was wir auch machen ist, wir nutzen da wirklich prominent überall das Thema, dass wir sagen, nutze das Portal. Genau wie du gerade sagtest, wenn bei uns in Warteschleife, wenn die Leute also am Telefon sind, kriegen die halt Wartemusik und dann kommt über da, wussten Sie schon, Sie können die Anliegen auch direkt selber digital melden unter portal.gottschmidt.de, können Sie Ihren Vorgang jederzeit erstellen, online ansehen und Sie können Ihren Status verfolgen. Und auch wenn die bei uns durchkommen, ist der Telefonleitfaden, gibt vor, dass wir dem auch sagen, okay, zuerst kann man bist du Portalnutzer, wenn nein, warum nicht? Und soll mich einladen? Und dann zum Schluss, wenn wir alles gemacht haben, sagen wir, okay, lieber Kunde, wissen Sie, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe jetzt Ihr Anliegen im Portal eingetippt. Also eigentlich das, was Sie auch hätten selber machen können. Jetzt haben Sie dafür aber 8 Minuten Warteschleife gehangen. Vielleicht das nächste Mal können Sie es direkt machen. Und wissen Sie was? Wenn Sie es im Portal selber eintragen, kann das auch viel schneller bearbeitet werden. Das heißt, Sie haben schneller ein Ergebnis dabei. Also wir versuchen, das ist die konsequente Nutzung, die wir gerade hatten, wir versuchen immer zu sagen, das Marketing dafür zu machen, weil wenn du es nicht machst, die Leute kommen nicht von selber an. Ne? Es ist ja wie damals ja Ford ja sagte, der sagte, wenn ich die Leute gefragt hätte, die hätten eine Kutsche mit mehr Pferden davor gehabt, kein Auto. Ne? Und so ist das auch ein bisschen zu sehen, dass du den Leuten halt sagst, pass auf, es ist Nutzen für dich und du kannst damit ja auch deine Aufwände kürzer oder angenehmer machen. Absolut, absolut. Das ist die perfekte Überleitung im Prinzip in die Software. Ich habe es jetzt mal hier hervorgerufen. Und wie gesagt, wir kratzen natürlich jetzt nur an der Oberfläche, aber trotzdem, um Ihnen da vielleicht auch einfach mal ein grundsätzliches Bild des Ganzen zu geben. Ich befinde mich jetzt mal eingeloggt in der Verwalteroberfläche. Und wie Christian ja uns auch schon mitgegeben hatte, sei es jetzt über Meldungen, die mit vorgefertigten Mustern, das ist ja auch der große Vorteil, Christian, wenn was über das Portal gemeldet wird oder über die App, du kannst dem Kunden beispielsweise bei einer Schlüsselbestellung mitgeben, welche Informationen brauche ich, um dann im nächsten Schritt, im Prozessschritt zu sagen, ich muss gar nicht mehr diese Informationen anfragen von meinem Eigentümer, wie viele Exemplare er braucht, sondern ich gebe ihm beispielsweise mit, wie viele Exemplare, Pflichtfeld, er muss es ausfüllen, um die Anfrage mir sozusagen zu schicken. Aber auch Telefonate, die reinkommen, können Sie hier in die Oberfläche, in die Smart Tasks, das ist ja das Vorgangsmanagement, was wir uns heute einmal kurz anschauen, als auch die, die dann quasi per E-Mail-Integration hier mit reinkommen. Ich habe jetzt natürlich aus Datenschutzgründen nicht euren Account genommen. Ich habe es mal Name Gottschling Immobilien genannt. Hab vielleicht mal einen vorbereitet, Christian, bevor ich da aber reingehe. Du hattest ja uns einmal seit schon über diese globale Suche etwas erzählt. Das ist im Prinzip ja das Tool, wie man es auch bei den gängigen anderen Lösungen kennt, wo du jetzt quasi reingehen kannst und einen gewissen Vorgang heraussuchen kann. Das wird auch tagtäglich, glaube ich, konsequent bei euch oder viel genutzt, besser gesagt. Also, mega, siehst ja gerade, du tippst ein, das ist wirklich sofort da. Also, ist genauso wie eine Outlook-Suche, die liebe ich auch, wenn ich eine E-Mail suche, wenn ich nur einen kurzen Schnipsel davon habe, so schnell, er sucht alles, jetzt siehst du ja auch, jetzt hast du Schimmel eingegeben, jetzt hat er sofort gefunden, einen Kontakt, und es gibt auch einen Vorgang mit Schimmel. Das heißt also, der sucht auch nach Kontakten, nach Liegenschaften, nach Vorgängen und so weiter. Also wirklich und sehr schnell. Ne? Also mit der kann man echt, also wer da nicht innerhalb von 30 Sekunden das Passende findet, der muss überlegen, dann musst du gucken, dass den Schulz, wie man sucht. Ne? So kann man es auch formulieren. Ja, genau. Und dann gibt es ja natürlich noch hier die Filteroption. Ich glaube, die wird auch oder zumindest berichten, dass alle unsere Kunden wirklich intensiv genutzt. Thema Urlaubsübergabe, Krankheit, welcher Mitarbeiter hat was offen. Ich kann mir, das hatte Christian ja auch schon erwähnt, die einzelnen Vorgangstypen individuell basteln. Du hattest erwähnt, ihr habt einen Vorgangstyp Anfrage, WEG-Verwaltung an einem Haus, den würde ich den hier finden sozusagen. Ich kann mir den Wiedervorlage rauspicken. Also das erklärt sich, glaube ich, ziemlich von selbst, ist aber auch wirklich ein super Tool, meiner Meinung nach, um dieses ganze E-Mail-Aktenordner Ist sehr mächtig und durchsuchen. wir nutzen das auch, zum Beispiel bei uns, wir tracken von jedem Mitarbeiter jede Woche, wie viel offene Vorgänge hatte. Das heißt also, ich gucke Mitarbeiter A, Status ist nicht geschlossen, dann sehe ich, okay, du hast aktuell so viele Vorgänge offen, ich vergleiche nächste Woche und dann, wenn ich sehe, die Zahl geht nicht runter, dann muss man fragen, okay, woran liegt es? Hast du nicht genug Zeit? Hast du vielleicht Wasserschäden vielleicht, was sich über Wochen, Monate zieht und so weiter. Also das heißt, bei uns ist jede Woche wieder getrackt, wie viele Vorgänge hat jeder Mitarbeiter gerade noch offen? Und dann kannst du direkt auch zeitnah steuern, okay, kannst sagen, okay, wo müssen wir nachschärfen, bevor jetzt irgendeine riesen Queue entsteht und nachher die Kunden dann zu dir kommen, ne? Also dafür auch wirklich sehr, sehr gut dafür diese Detailsuche.
Wunderbar. Ich bin jetzt mal reingegangen in also in eine tiefere Ansicht. Wir waren ja gerade, sage ich mal, in dem digitalen Herzstück, Cockpit, wie auch immer man das sagen möchte, eurer Hausverwaltung sozusagen, in der Smart House, wo ich quasi alle anfange und bei euch ist es ja wirklich über 13.300, wir haben ja jetzt schon mehrfach gesagt, hinterlegt habe. Oder ich springe mal wirklich in die Ansicht Nummer 31 jetzt rein. Ich habe mir jetzt einfach mal gesagt, dass die Frau Frisch hier, der eine oder andere kennt sie schon, unser Dummy-Kontakt sozusagen mal eine Anfrage gestellt hat. Und wir wollen uns wirklich jetzt, ich könnte wahrscheinlich mit Ihnen und mit Christian heute 2, 3 Stunden nur über die Smart Task und über das Ticket reden, aber lassen Sie uns einfach mal wirklich auf das Thema Dienstleisterauftrag wirklich auch konzentrieren. Christian, so wie du gesagt hattest, das wird sehr intensiv genutzt. Ich würde es vielleicht einfach mal ausführen und du kannst ja vielleicht auch währenddessen mal so ein bisschen zu den Hintergründen des Ganzen nochmal ausführen. Ja, genau, sehr gerne, auf jeden Fall. Und was auch cool ist, auch zum Beispiel, wir sagen auch den Leuten, wenn die App haben auf dem Handy, die können direkt auch das Foto, was jetzt auch dabei war, können direkt vom Handy aus auch machen. Also das heißt, ich kann mein Handy nehmen, Kamera öffnen, Foto machen und direkt in die App hochladen. Also noch einfacher geht es nicht, ne? Und genau, wenn jetzt an dem Punkt bist, dass du sagst, okay, jetzt habe ich verstanden, das ist, muss jetzt eine Firma, weiß nicht, aus dem Gewerk Sanitär her, dann kannst du jetzt hingehen, kannst du Auftrag vergeben. Der Lieferant muss einmal angelegt worden sein, einmalig. Alle Kundenstammdaten, also bei uns bei Wincasa, wir haben so einen Sync, das heißt also alle Stammdaten kommen rüber, Handwerker lege ich einmal an und dann kann ich hier unter Auftrag auswählen, wie du es hier gemacht hast. Du hast jetzt den Thomas, den Heizungsinstallateur ausgewählt, wählst einfach aus. Dann, wenn du ein bisschen runterscrollst, ist total cool. Der holt sich die Informationen jetzt da unten stehen, aus den Stammdaten schon raus. Das heißt, ich habe jetzt da stehen, das betrifft die Frau Anne Frisch, die hat die Telefonnummer so und so, die E-Mail-Adresse lautet so und so. Dann habe ich noch die Wohnung, wenn die jetzt zum Beispiel vielleicht noch bei uns ist, auch teilweise gepflegt, EG links, also noch eine Geschossanlage dabei, anstatt Nummer 2. Genau, Anhänge mit einem Klick, alle Anhänge. Wenn du auch 30 Fotos davon hast, ne, eine Nahaufnahme, weil mehrere Räume und so weiter, mit einem Klick alles drin. Ne? Das heißt also, ich habe möglicherweise diese ganzen Stammdaten, die ja alle schon vorhanden sind, sind ja auf einen Klick sofort da. Ne? Du brauchst dir nicht darüber Gedanken machen, ist die Nummer, habe ich richtig abgetippt und so weiter. Alles sofort da, selbst Anhänge. Genau, und Und dann, wie Stichtag ist gesagt. vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, wird bei euch, glaube ich, auch viel genutzt. Vielleicht aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, bedeutet, wenn jetzt dieser Herr Lindeck, der fiktive Heizungsinstallateur, sich bis nächste Woche Freitag nicht melden würde, dann müsste Christian jetzt hier als Verwalter nicht hinterhergehen und dem nachtelefonieren, sondern Kasabi würde im Hintergrund einfach eine E-Mail rausschicken, dass er sich doch bitte um den Auftrag kümmern soll. Wird bei euch, glaube ich, auch viel genutzt, dieser Stichtag. Auf jeden Fall, weil du bist ja mit dem Sandwich. Ne? Du hast ja mal den Betroffenen, der ja sagt, mein Ablauf ist momentan gestört, was ist los? Und der Handwerker, du bist ja nicht der Einzige wahrscheinlich, der sich bei ihm meldet. Deswegen ist immer wichtig, dass man da das Ganze guckt. Und so hast halt ziemlich cool, auch mit den Vorlagen, die Möglichkeit zu sehen, okay, wo hänge ich gerade und wo habe ich eventuell einen Vorgang, der bald zum Problem oder zu einem größeren Vorgang werden könnte. Genau, und ich habe es mal vorbereitet, Christian. Und zwar vielleicht noch einmal, wie sowas dann aussehen kann für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich war mal so frei, habe mir mal dein Logo auch ausgeborgt. Das könnte quasi so eine Auftrags-E-Mail sein. Wir haben ja gerade, Sie haben gemerkt, ich habe 2 Klicks gebraucht und ich habe einen Dienstleisterauftrag ausgefüllt. Bei Kasabi sich quasi aus dem Vorgang Felder für den Auftrag zieht. Da besteht wie so ein Spinnennetz quasi eine Verwebung miteinander. Das ist aber auch alles. Also Christian, du hast auch gerade gesagt, der Auftrag kann individuell angepasst werden, der Vorgangstyp kann individuell angepasst werden. Das ist auch die große Stärke von Kasabi, dass sie wirklich ihre Prozesse so abbilden können, wie sie es möchten. Also freie Gestaltungsfreiheit. Und das wäre quasi, Christian, so eine mögliche E-Mail für die Dienstleister. Wie kommt das denn bei den Dienstleistern vielleicht an, um die Frage da auch nochmal mit abzubilden? Genau, also der Dienstleister kriegt dann so eine E-Mail, um wieder auch ranzuhören. Da gibt es ja prominent 3 Möglichkeiten da unten. Ne? Also der kann sich entscheiden, ja, nein, vielleicht, ne? Wie es früher halt immer war. Ne? Der kriegt, auch da siehst du ja, alle Informationen auf einen Blick. Das heißt, er kann auch sofort sehen, ah, ich habe hier diesen Vorgang. Ich kann auf den Fotos erkennen, das ist ein 2 Stunden- oder 2-Tages-Auftrag. Ich sehe auch direkt, dass es vielleicht eine Deadline gibt. Also das heißt, ich weiß, okay, meine Auftragslage ist gerade voll, nicht voll oder kriege ich noch runter, kriege ich nicht runter. Und er kann dann sofort, ja, mit einem Klick kann er sofort sagen, ja, nein oder er hat eine Rückfrage, kann auch sagen, pass auf, schaffe ich nicht, wie sieht's aus, kann ich es nächste Woche machen oder wie auch immer. Ne? Und das ist auch eine Sache, wir hatten auch Handwerker, die auch gesagt haben, nee, ich möchte was nicht oder ich habe da auch, also auch da genau wie Mitarbeiter eventuell so eine
Überwindung haben, haben wir das auch Lieferanten bei uns und da haben wir auch sehr straight mittlerweile alles. Also wir haben wirklich nur ganz, ganz minimal Ausnahmen, aber wir sagen, wer das Portal nicht benutzt, also wer, und das heißt ja, wir reden darüber, dass eine E-Mail nicht auf eine Schaltfläche klickt. Ne? Also bitte. Und wir haben also auch welche, die sagen, nee, das möchte ich nicht nutzen, aber kein Problem. Aber dann bist du halt kein Dienstleister mehr bei uns. Dann können wir dich nicht mehr listen, weil du kannst die Aufträge, die wir vergeben, nicht annehmen. Weil wir werden jetzt nicht deswegen, weil du da nicht eine E-Mail auf Annehmen oder auf eine andere Schaltfläche klicken möchtest, werden wir jetzt nicht anfangen, E-Mail zu schreiben und ein Medienbuch haben. Ne? Also auch da sind wir komplett konsequent. Wir haben, glaube ich, einen einzigen Lieferanten noch, den wir für zwei Gewerke nehmen und der ist halt ein Rentenalter, der sagt halt, ich habe halt keinen PC, den wirst du nicht dazu kriegen. Ne? Aber alle anderen Standardhandwerker, wenn einer davon sagt, ich möchte das nicht, sagen wir kein Problem, aber dann können wir mit dir nicht mehr kooperieren. Dann kriegst du von uns keine Aufträge mehr, weil du kannst ja nicht Genau. annehmen. Vielleicht auch einmal, selbst wenn der Dienstleister nicht hier drauf antworten sollte, was ja vielleicht im Einzelfall mal passieren kann, da kann man natürlich die E-Mail, die reinkommt vom Dienstleister, auch ganz einfach mit dem Ticket verknüpfen mit einem Mausklick. Genau, Wäre ist auch auch ein eine guter Option. Hinweis. In Kasabi hat jeder Vorgang hat eine eigene E-Mail-Adresse. Das ist so eine lange Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Und ich kann jede E-Mail an diese Adresse schicken und das landet im Vorgang als Dokumentation dann drin. Das heißt also, ich kann auch, wenn jetzt der Handwerker die Rechnung per E-Mail schickt und nicht über das Portal zurückschickt, kann ich auch die da direkt weiterleiten an diese spezielle Adresse. Also Dokumentation und vor allem, ja, es ist, wir wollen alles in einem Vorgang drin haben. Wir möchten den Schaden vom Anfang, also von Entstehung bis zum Punkt, Rechnung kommt rein, Rechnung wird beglichen, Rechnung wurde beglichen, Vorgang geschlossen. Bis dahin möchten wir jeden Schritt da drin kommentiert haben. Und das ist mit jeder, alles was außerhalb kommt, E-Mail einfach daran weiterleiten, an diese spezielle Adresse, fertig. Ja, absolut. Und die Ergebnisse, da kommen wir eigentlich auch, schließen wir sozusagen den Bogen. Bevor wir vielleicht über die Ergebnisse sprechen und dann auch sozusagen zum Webinar auch gleich zum Ende kommen, vielleicht einfach nochmal die Frage frei raus, Christian. Sind ja immer noch viele Teilen oder sind viele Teilnehmer hier in dem Meeting auch noch aktiv am Zuhören. Wie gesagt, nutzen ja auch gerne jetzt noch die Fragenmöglichkeit, dann nehmen wir uns gerne noch die Zeit. Was würdest du deinen Verwalterkolleginnen und Kollegen wirklich, die jetzt auch gerade überlegen, wie soll es weitergeben, als Tipp mitgeben in der Konstellation? Ja, also unabdingbar. Also das ist ja, du kannst ja nicht heute arbeiten wie vor 30 Jahren. Ne? Also das sind natürlich ist Überwindung, es ist Schulungsaufwand, es ist Einarbeitungsaufwand durchaus gegeben, gar keine Frage. Aber auch da muss man sagen, ich bin auch Support von euch. Und es war bei uns auch bei der Ersteinrichtung war es auch so, dass ich öfter von euch angerufen wurde und gefragt habe mal, sollen wir darüber sprechen? Funktioniert das? Also dass ihr gefragt habt, gibt es da noch etwas von eurer Seite, als dass ich euch angerufen habe und wie ich ja am Anfang gesagt habe, also wer heute nicht digital arbeitet, der ist nicht zukunftsfähig. Also der muss anfangen über zu überlegen, okay, wann mache ich den Laden zu, wie mache ich ihn zu? Weil du wirst nicht mehr Herr der Dinge werden. Du hast Riesenaufwände, du bist nicht konkurrenzfähig. Auch hier der erste Punkt, da haben wir noch gar nicht gesprochen gehabt. Wir sind Ausbildungsbetrieb. Wir haben aktuell mittlerweile 199 Bewerbungen aktuell für eine ausgeschriebene Stelle als Immobilienkaufmann oder X, muss man dann auch nennen. Wer geht noch zu jemandem, der sagt, hör mal, ich mache alles in Papierform oder was? Also, da wird doch kein Jugendlicher, die alle, meine Kinder haben iPads in der Schule, die haben keine Bücher mehr. Wenn du jetzt sagst, hör mal, schreib halt mal auf, oder also, das wird doch keiner machen. Also, wie ich dir sagte, wer heute meint, dass er nicht digital arbeitet, der kann überlegen, wann und wie er den Laden abschließt. Und dadurch erzielst du durch diese digitalen Lösungen auch, ich meine, du bist jetzt bei 4000 Einheiten, durchaus zählst zu den größeren Kasabi-Kunden und trotz dessen hast du immer noch ein jährliches Wachstum. Ich würde mal sagen, das berichten mir auch Verwalterinnen und Verwalter tagtäglich, ist eine grüne Wiese aktuell. Und dann häufig kriege ich zu hören, Mensch, Herr Hammerich, uns fehlt leider das Personal, um mehr zu verwalten, uns fehlen die technischen Lösungen, um mehr zu verwalten. Aber im Prinzip spielt unser heutiges Webinar ja wieder, es geht trotzdem und du erzielst dadurch zwischen 30 und 55% Wachstum jährlich. Ja, absolut. Und das ist ja dann, wenn du effektiver arbeitest, hast du dann auch eine andere Zahl, wie du pro Mitarbeiter auch an Einheiten verwalten kannst. Weil wenn ich ja, wie gesagt, konsequent arbeite, wenn ich eine Handwerkerbeauftragung, wie gesagt, du hast es gerade vorgemacht und du hast jetzt auch langsam gemacht, weil die Leute das sehen. Meine Mitarbeiter machen Handwerkeraufträge von 12 Sekunden. Mach das mal nach.
Der meiste Punkt war ja per E-Mail. Also alleine Outlook öffnen, neue E-Mail zu klicken und vielleicht noch die Adresse des Handwerkers reinschreiben, weil ich ja im Kopf kenne. In der Zeit habe ich den Auftrag per Kasabi schon erteilt, mit Anhängen, mit Kontaktdaten, mit Bildern, mit einem Hinweis. Also Effektivität ist auf jeden Fall auch da ein Stichwort dabei. Und wie gesagt, die Kinder sind heute gewohnt, in der Schule mit iPads zu arbeiten. Wenn du denn heute sagst, ja, aber das machen wir alles per Hand oder wir schicken noch Faxe oder ich habe letztens erzählt gehabt, ich habe letztens noch einen Kollegen besucht, der hat noch einen Röhrenmonitor bei sich im Büro. Wenn das einer hinkommt, der gerade 17 ist, der wird ja auch sagen, was ist das? Kann man damit machen? Wobei, der ist auch schon wieder cool, der Ja, wenn du lange genug hältst, ist Röhrenmonitor, er Retro, klar, dann ist er wieder Geld wert. Aber damit ziehst du vielleicht auch nicht vielleicht die Leute an, die dann sagen, da würde ich mal gerne hin oder das ist cool oder das ist sexy oder das ist vielleicht etwas, wo man auch sich gerne mit beschäftigt oder auseinandersetzt. Ne? Also sind ja mehrere Faktoren dabei, die man da dazu hat. Und ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass man guckt und versteht, man ist in der Position, wo man sowas durchsetzen kann. Und dann liegt es an dir, ob du es willst oder nicht willst. Und wenn du dich dazu entscheidest, das zu machen, aus meiner Sicht unbedingt konsequent. Aber wie gesagt, okay, wir machen das. Es gibt nur noch dieses eine Weg. Das ist das Tool der Wahl, was das auch immer das ist. Und dann wird das konsequent verfolgt. Und das ist aus meiner Sicht der beste und einzige Weg, wie man damit starten sollte, falls man noch nicht perfekt. hat. Das war ein gutes Schlusswort. Christian, ich habe gesehen, es kamen noch so ein, zwei Fragen rein, aber das ist im Prinzip genau das, was wir auch heute schon miteinander besprochen haben. Ich hätte noch zu guter Letzt noch eine kleine Umfrage, die ich starten wollen würde, und dann entlasse ich Sie alle sozusagen auch in den Donnerstagnachmittag. Genau, ich würde einfach nochmal die Information mit reingeben. Und wie gesagt, Christian, du hattest ja auch gesagt, falls im Nachgang da irgendwie noch Wünsche oder weitere Informationen bestehen, dann dürfen Sie gerne auf mich oder meine Kolleginnen und Kollegen zukommen. Die Aufzeichnung, die wir heute auch, oder besser gesagt, das Webinar, was wir heute auch gemeinsam gemacht haben, das wird es auch als YouTube-Aufzeichnung geben, Christian. Du wirst es, glaube ich, sogar auch auf deinen sozialen Netzwerken, also da können Sie es auch nochmal einsehen, teilen. Und sonst bleibt mir eigentlich nicht viel anderes übrig, als zu sagen, vielen, vielen Dank, Christian. War wirklich sehr spannend. Ich könnte mit dir da wirklich Stunden drüber reden. Ich finde es echt ultra spannend. Ich glaube, die Branche ist wirklich sehr im Wandel und da kommt noch viel, viel auf uns alle zu. Aber ich glaube, die Richtung geht, oder es geht in die richtige Richtung. Und ja, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Ich denke, da haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich das ein oder andere Wertvolle heute auch mitnehmen können. Genau. Ja, Henrik, auch dir vielen Dank. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Zeit war sehr kurz, das stimmt. Wir haben viele Punkte auch nur wirklich nur kurz angerissen. Und ja, wie du schon gesagt hast, auch da steht bei der E-Mail-Adresse. Also wenn im Nachgang noch irgendwie Fragen sind oder wie auch immer. Ich bin ja selber Verwalter. Ich bin ja selber auch als Neukunde zu euch gekommen. Also das heißt, ich kenne eventuell vielleicht ein paar Antworten oder ein paar Hinweise, die vielleicht einige an einem Punkt stehen. Von daher, ich habe jetzt so gebeten, dass mein Handy mal vielleicht nicht veröffentlicht wird, aber wenn da Fragen sind, gerne bei Henrik oder direkt per E-Mail an mich. Ich habe da keine Genau, gerne Schwierigkeiten, bei das mir dann auch. anrufen. Ja, ne? Also gerne Vielleicht da, ist es das dann auch auch. deine Handynummer. Nein, Spaß. Und deswegen, und wie gesagt, Verwaltergeschäft wird ja immer komplizierter. Womit jetzt ist die nächste Reform ja schon in Planung. Man muss also gucken, wo man halt bleibt. Und es gibt riesige Wachstumschancen. Daher ist meiner Sicht immer noch Zukunftsmarkt, aber muss halt auch mitwachsen. Ne? Also ich kann halt, ich kaufe heute auch kein Auto, was vor 30 Jahren zugelassen wurde. Ach gut, aus welchem Oldtimer, dann hat es einen bestimmten Sinn, aber ich würde heute auch kein Auto haben, was vor 30 Jahren irgendwie cool war. Und das ist ähnlich so auch mit der Arbeitsweise. Und Effektivität ist auf jeden Fall auch in Sachen Produktivität sehr wichtig. Und da war das Beispiel ja mit dem Smart Task, Handwerkerbeauftragung. Und das habe ich auch vorher gesagt, das lieben meine Mitarbeiter. Also die lieben es, Handwerker zu beauftragen. Das war vorher mal nervig, erreichst du nicht, dann die Sekretärin dran, nee, der Chef ist gerade nicht zu sprechen, ruhe nur 10 Minuten an, ja, aber du weißt, jetzt hast du 3 neue Anrufe gehabt und so weiter. Ne? So hat sofort da, er nimmt es auch noch nicht an. Wenn er es nicht annimmt in der Frist, kriegt er einen Reminder und du auch, dann weißt du, okay, ich muss den nächsten anfragen. Also wirklich vielen Sachen eigentlich unverzichtbar heutzutage. Ja, absolut. Und ich sehe gerade, es kommen immer noch die ein oder anderen Fragen rein. Aber
Ich glaube, dass die meisten Fragen sind auch die, die wir im Nachgang nochmal kurz beantworten können. Da kümmern wir uns zu. Genau, ich glaube, das meiste haben wir eh darüber abgebildet. Zum Beispiel Handwerker, die die Meldung über das Portal oder per Mail bekommen, geht per Mail raus sozusagen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Dienstleisterplattform mit Relay. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ich glaube, den Rest können wir im Nachgang nochmal miteinander besprechen dann. Christian, nochmal vielen recht herzlichen Dank. Jetzt haben wir ein paar Minuten überzogen, aber ich glaube, ja, das zeigt einfach, wie sehr da auch Interesse dran besteht, über dieses Thema einfach auch generell oder ganz, ganz grundsätzlich zu sprechen. Genau. Perfekt. Besten Dank dir und danke an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und schöne Pfingsten an der Stelle. Vielen Dank, bis bald.